Letzte Ehre für Stanislav Markelow. Hunderte sind auf diesen Moskauer Friedhof gekommen, um von dem am Montag auf offener Straße erschossenen Menschenrechtsanwalt Abschied zu nehmen. Ich habe ihn als meinen Freund angesehen und gehe davon aus, dass es ihm genauso ging. Er war ein von Grund auf guter Mensch, er liebte das Leben, er war voller Freude. Er hatte Talent, er war leidenschaftlich, er kannte keine Hindernisse. Nur der Tod konnte ihn aufhalten. Der systemkritische Jurist Stanislav Markelow vertrat die im Jahr 2006 ermordete Journalistin Anna Politkovskaya und auch die Familie einer jungen Tschetschenin, die vor 9 Jahren von einem russischen Offizier getötet wurde. Es war ein ideologisch motivierter Mord, ein Mord, der Angst in der Gesellschaft sehen soll, um uns bewusst zu machen, dass es jeden treffen kann, immer und überall. Er verteidigte die Antifaschisten und er war selbst Antifaschist. In dem Land, das die Nationalsozialisten besiegt hat, ist es gefährlich geworden, Antifaschist zu sein. Die Hintergründe des Mordes an Stanislav Markelow sind noch unklar. Möglicherweise wurde er Opfer eines gedungenen Mörders, dessen Auftraggebern die systemkritische Einstellung des Juristen nicht passte.